Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir einen Kirschkuss, das ist ein richtig schöner alkoholfreier Drink. Wenn ihr mal sehen wollt, wie der geht, dann bleibt doch einfach mal dran. Wir füllen einen Shaker mit 2,5 cl an Kirschsirup, geben aber noch 9 cl an Kirschsaft darauf. Warum den Sirup da rein? Ganz einfach, der Sirup macht es einfach noch ein bisschen intensiver. Darauf geben wir noch 6 cl Ananassaft. Das hier ist der Kirschkuss und er sieht ja mal richtig lecker aus, schöne satte Farbe. Er reißt nur den 100%igen Direktsaft. Sehr fruchtig, schmeckt ein bisschen, also die Limette kommt echt super durch. Die schmeckt so ein bisschen, sowieso Sorbet, so. Das ist so, also ein bisschen prickelt aber auch. Schmeckt irgendwie echt gut. Ja, also geschmacklich haut er nicht echt um. Würde ich sagen, ja, so ein 10, doch, gebe ich nicht oft. Aber eine 10 kriegt er auf jeden Fall von der Farbe her, so ein sattes, kräftiges, dunkelrot. Ja, würde ich sagen, auch eine 9 von der Farbe her. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch. Hier findest du ein weiteres Video, was du echt unbedingt mal anschauen solltest. Hier eine Playlist mit weiteren tollen Videos und hier den Abonnieren-Button. Den darfst du nicht vergessen zu drücken, denn dann verpasst du keine weiteren tollen Videos mehr von mir, so wie diesen Drink. Der lohnt sich echt mal nachzumachen und wie viele andere Videos von mir auch. Und ja, schreib mir dein Lieblingsrezept mal in die Kommentare und dann mache ich es mal nach. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.